So, liebe Leute, willkommen zurück in einem neuen spontanen Stream Samstagabend. Und zwar geht es heute um die MD11 von TFDI Design, die Collector Edition. Ist die Tage, oder besser gesagt, gestern und heute eine neue Version rausgekommen. Sie haben jetzt die letzten Wochen ein bisschen gestruggelt mit der Entwicklung, hatten da verschiedene Probleme scheinbar irgendwie mit ihrem Code und mussten das jetzt irgendwie umschiffen, weil es scheinbar irgendein Bug im SIM ist und Asobo ist informiert, aber wann das quasi gefixt wird, ist nicht klar. Auf jeden Fall, irgendwie haben sie es jetzt hingekriegt und haben eine neue Version rausgehauen. Vorneweg an der Optik wurde nichts gemacht, das haben sie ganz klar gesagt. Es ging vorwiegend um die Systeme. Wir werfen gleich mal kurz hier einen Blick auf den Changelog. Wir sind jetzt bei der Version 040 Alpha, 6. April, das ist von heute, und der von vorgestern hatte scheinbar da noch ein paar Probleme, darum gleich den Hotfix nachgeschoben. Gut, ihr seht vorwiegend Systembereinigungen, TCAS, Fuel. Alert Warning System, am WingFlex wurde gearbeitet, natürlich auch am FMS, FMC, in der lateralen Navigation, ILS und so weiter und so fort. Also ihr seht hier, der Changelog ist ziemlich lange und das letzte Update war hier am 21. Februar. Gut, wir machen einen Hüpfer hier von Leipzig aus nach Genua, auch Cargo Flughafen. Wir sollten hier zumindest einen Ground haben und in Mailand im Moment noch Milano Radar online. Mal schauen, wie lange noch. Der Flug geht etwa eine Stunde und 20 Minuten. Gut, wir switchen gleich mal ins Cockpit rein. Was ich für mich persönlich fast am wichtigsten finde, sind alle Schalter jetzt mit Sounds versehen. Das war ja in der letzten Version noch nicht so. Und das ja, gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, ansonsten optikmäßig wurde hier nichts gemacht. Das hat aber vorhin eigentlich schon gut ausgesehen. EFB ist auch immer noch der gleiche Stand bezüglich hier Optionen und so weiter und so fort. Ich sehe gerade, dass er das irgendwie nicht gespeichert hat hier. Noch mal kurz durchgehen. Nein, ich will keine Tape-Displays. Ist interessant, scheinbar saved er das nicht. Oder es ist Livery Pro Livery, das könnte natürlich auch noch sein. Nein, den SIM-Brief Username hat er auch nicht gespeichert. Gucken wir mal, ob er das reinholt. Macht er sehr gut. Leipzig, Mailand. Hier haben wir die Route, hier haben wir unsere Gewichte. Dann würde ich sagen, fahren wir den Flieger mal hoch und schalten hier mal die Batterie on. Dann hört man, der Flieger fährt hoch. Gehen unsere IRSs on. So That's haben traffic behind the parting
von Nikon DOR A321 Light Up and Wait 300 geklappt. Ist interessant, dass wir jetzt diesen Alarm hier nicht haben. Ich glaube, das ist, weil wir die Ground Power nicht connected haben. Wir connecten die mal. Machen hier noch mal kurz den Test. Ah, jetzt geht's. So, dann armen wir hier. Die Emergency Power, das bleibt mal noch off. Das bleibt auch alles wie es ist. Dann habe ich gesehen, dass der Fuel Test jetzt funktioniert. Kann man hier drücken und wird hier überall dieses 9150 angezeigt. Das haben sie jetzt auch modelliert. Dann gehen hier die Emergency Lights mal on. Seatbelts gehen on. Navlights gehen on. Logo geht on. Dann machen wir hier den Engine APU Fire Test. Passt. Das kann ich gehen. Glide slope. Ah ja, da geht pull auch. Up. Terrain, terrain, pull up. Das war das letzte Mal auch noch nicht. Terrain. Pull up. Don't sink. Don't sink. Too low, terrain. Too low, gear. Too low, flaps. Too low, terrain. Glide slope. Too low, terrain. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up, pull up. Hört das Ding auch mal wieder auf. Jetzt, hä? Gut, dann haben wir noch den Annunciator Light Test. Der funktioniert jetzt auch. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Dann bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, ich kann ja immer noch nicht aus Iversoft die Frequency setzen. Nee, kann ich nicht. Gehen wir mal auf die Ground Frequenz. 1-to-1. 805. Holen uns den Flug hier mal kurz. Den Flug mal kurz hier noch in Navigraph Charts rein. Genau. Wir werden sicher auf der 26 Left starten, die ist näher bei uns. Und dann wird es hier ziemlich sicher über die. Ja, Golat to Sierra. Genau. Dann wichtig hier, den IRAC muss man natürlich auch updaten. Aber das passt jetzt hier. Das habe ich gemacht. 2403. Machen wir hier mal kurz den Flight Plan Init. LIMJ. Und initialisieren unser IRS. Gucken wir hier für den Alternate, der ist Lima India Romeo Box.
Und wir sind die Lufthansa Cargo 111. Cruise ist 310. CI 61. So, dann holen wir jetzt die Clearance. Ich glaube, dann sind wir soweit. Six left, haben wir gesagt. Die Golat 2 Sierra gehe ich mal davon aus. Fragen wir mal an. Flightplan schicken wir noch. Gut. Schreibzeug parat und dann. Ja, das ist jetzt das im Chat. Sorry, ich kann weder deinen Namen noch, ja, vielen Dank für die winkenden Hände. Gut, also Leipzig Ground Information Delta Gola to Sierra. Schauen wir mal, was wir da für einen Squawk noch kriegen. Initial sollte 70 sein. Hä? Leipzig Ground, good evening. Lufthansa Cargo 11 with Information Delta, request clearance to Genoa Asphalt. Lufthansa Cargo 11, Info Delta is current, startup approved, you are clear to Genoa, Golat 2 Sierra Departure, flight plan route, initial flight, flight level 70, squawk 1000. Destination out of 26 left, Golat 2 Sierra, Initial 70 and Squawk 1000, Lufthansa Cargo 11. Lufthansa Cargo 11, read back correct. Sehr gut, Startup war auch noch approved. Dann machen wir hier mal weiter. Zuerst die Route. Wir haben hier leider noch keinen SIM-Brief-Import. Also 26 left, Gola to Sierra. Dann geht's von Gola über Tango to Zero to nach Mike 736. I have no postman 816, I have only postman 186. Check that here. November 503. November Yeah, I have said postman 503. 816 for taxi, was only at Zulu 1. Dann Your call sign is postman 186, not postman 816. Liegt My name said 186, tell me about them. Du, was hat der Anyways, bekommen? Postman 186, taxi to holding on runway 26 left via Victor Liegt 010. da und dann zerrten wir das Taxi mal. to holding point 010, runway 26 left via Victor Postman So, 186. liegt da. Next waypoint ist Baku. Können das hier auch direkt reinschreiben. Osco. Picot.
dann sind wir in Genua. Gut. Hier die Step Climbs, die funktionieren scheinbar auch nicht oder noch nicht. Dann gehen wir hier mal in die Weights rein. Wir können hier Set Payload and Fuel machen. Dann haben wir hier die 25,6 Tonnen. Sieht gut aus. Geben wir das mal ein hier, 25,6, unser Zero Fuel Weight. Terminal 940, Echo Lima, Construct. 203,5. Terminal 940, Echo Lima, Leipzig Ground, good evening, read your file. Dann Takeoff Center of Gravity und Zero Fuel Weight Center of Gravity, die kann man sich hier einfach reinsticken. Takeoff, was haben wir denn für ein Terminal Estimated 40 Landing Weight? Echo Lima, good evening Tyler, requesting ISR clearance to Prague. November 940 Echo Lima, check in for 2.16. Delta, startup approved, you are clear to Prague, Dresden 2 November departure, initial climb level 70, Walk 1000. Bisschen viel Sprit, habe ich das Gefühl. Terminal 40 Echo Was Lima, wissen initial approach, wir? 2 November departure, Da Walk drei 1000. Tonnen runter, hä? November 9er Echo Lima, confirm its initial climb, flight level 70 and Dresden 2 November departure. Gucken wir mal kurz hier rein. November Also die 940 Echo Lima, my Finres apologies, you maintain 7000 feet, wäre genau squawk mit 3,4 1000, 2 Tonnen. November departure, confirmation Delta. November 940 Echo Lima, repeat correct. Interessant, dass er das nicht berücksichtigt hier, das Maximum November Landing Weight. 940 Echo Lima, Echo Lima, my apologies, requesting push and start. November 940 Echo Lima, this is a taxi out stand, so you can taxi out. Just let me know in which direction you are currently facing. Round 40 Echo Lima, Roger. So, was hat er jetzt gemacht? Bringe ich denn das jetzt hier nicht mehr raus? Counted Zero Fuel Weight. Ich würde das gerne editieren. Fuel Quantity. Zweiundzwanzig Tonnen, ja, eher 21.000 und 86.000, Oh, ja. 186, wind 170 Genau. degrees, 8 knots, runway
Correction. For departure, monitor Unicom. Have a good flight. Bye bye. Unicom 128, Paul Bosman 186, Planet 46 here. Have a good evening. See you. Thank you. Bye bye. 22,45. Und unser Zero Fuel Weight ist 198,7. November so 940 Echo Lima, what are you doing? Passt das? November 940 Echo komisch, dass hier sim brief echt das nicht berücksichtigt, quasi. November 940 Echo Lima, negative. You are standing at the taxi out stand, so you don't require pushback. You can just taxi out and you can call me for taxi. Stimmt, das natürlich jetzt hier nicht mal. I'm so sorry about that. I did not understand. I'm sorry. My apologies. I will do that. No problem. Performance Transition 5000 stimmt. Gut, das lassen wir alles. Take off approach. Starten mit Flaps 10. Stop ist 0 und wir haben 8 Knoten Wind. Temperature ist lauschige 20 Grad. Check confirm V-Speeds. So ein Stabilizer Trim von 2. Stellen wir uns gleich ein. So 2.0. Echo Lima requesting taxi to runway 0. So, dann starten wir hier mal die APU. November 940 Echo Lima negative. Die hat immer noch keinen Sound außen. And, you can expect 26 right. Machen mal die Tür und so. My apologies, requesting taxi to runway 28 right. November 940 Echo Lima taxi to run correction. Ja, die Animation ist auch nicht so schick. Departure of intersection Alpha 6 runway 26 right. 940 Echo Lima, repeat that for me please. Are you able to depart out of intersection Alpha 6 of runway 26 right? November 940 Echo Lima, Roger, taxi to holding point runway 26 right via Lima, so, Whiskey 1, Charlie and Alpha 6. Connect and the APU, disconnect the ground power. 940 Echo Lima, taxi to runway 26 right using Whiskey 1. Machen can you repeat the other die one? APU sorry, weg. November 940 Echo Lima, no problem, it's Whiskey 1. Charlie and Alpha 6. So. November 940 Echo Lima taxi to runway 26 right using Whiskey 1. Charlie and Alpha 6, thank you. Copy. Schon mit Test. And November 940 Echo Lima, just to confirm, what is your departure? So, 7... November 940 Echo Lima, runway 26 right, 0... 5-4... Wait, 2 November departure, sorry. Okay, that's correct, Dresden to November. Runway heading... 940 Echo Lima, give me one second, I'm just gonna pull up my iPad with my chart. 262... So, dann unser QNH ist Mon 014.
gut. Sehe ich jetzt hier gerade München, München, München ist hochgekommen. Ja. Das ist 134150. Nehmen Sie wirklich ein. 35 50. So, und dann sind wir eigentlich ready für den Push. Callen hier schon mal. Ja. November 9 of Force of Echo Lima, if you want, I can offer you a progressive taxi. November 9 of Force of Echo Lima, my apologies, I was pulling up my iPad with the chart. Okay, take your time. Lufthansa Cargo 1-1 is ready for push. Lufthansa Cargo 1-1, pushback is approved. Check completed, bypass pin inserted. Pushback is approved, Lufthansa Cargo 1-1. So, wir machen noch den APU Bleed an. Locking gear. Müssen wir Nase nach links, facing north, werde ich. Ja, facing north. Nose left, facing north. Release parking brakes. Released. Commencing push. All engines clear, start at will. Gut, dann starten wir. Ignition A geht on. Starten die rechte Engine. Ich war der Meinung, das müsste ja nicht leuchten hier, das war das letzte Mal auch. Das tut es aber jetzt hier in dem Fall nicht. Lassen die Engine hochfahren, 20 Cent. My apologies for the mess up, it's my first time flying out of the airport. Geht rein. Aber bei 9 no worries. So, rechte Engine läuft. Starten wir links. Fuel. Parking brake, unlocking gear. So, dann starten wir die mittlere Engine.
20%. Juli. No truck disconnected. Bypass to new route. Left is clear, right is clear. So, Engine Number 3 läuft auch. Not a 40 Echo Lima, just clarifying which ramp would you like me to taxi to runway 26 right from? November 9 of 40 Echo Lima, if I'm runway 26 right, intersection Alpha 6. Ich müsste die APU jetzt runterfahren. November 9 of 40 Echo Lima, which like, does that be like Alpha 8 or Alpha 9? Alpha 6. If you can't take Alpha 6, you can also get Alpha 8 or Alpha 9, it's your choice. So, pack läuft. Number 940, Echo Lima, are you saying Alpha or IFR? Negative, Alpha. Alpha 6, intersection departure Alpha 6, taxiway Alpha 6. Number 940, Echo Lima, Alpha 6. AFM, Alpha 6, next to you, the next taxiway on your left side. Number 940, Echo Lima, roger, okay. I've never had that happen at an airport, thank you. Yeah, that's called an intersection departure, if airplanes are engine hydraulic small enough to depart out of an intersection, air traffic controllers can assign these intersections if the pilots agree and want to take that intersection. And I've asked you before you were on your stand. Radar stand by LVR off. Terminal 940 Echo Lima, my apologies, I misunderstood, but it works, thank you. It's okay, and wind 170 degrees, 8 knots, and for your departure, I'm monitoring UNICOM. Enjoy your flight, bye-bye. What's the UNICOM frequency again? UNICOM 122.8. Ich kann ja eigentlich nicht mehr machen. Sorry, November 940 Echo Lima, UNICOM is 122.8. Hey, Sam. November 940 Echo Lima, thank you for the ATC star for the mix ups. Have a great night. No problem, you too, bye bye. So machen wir mal Flaps 10. Das ist mir jetzt nicht klar, was er hier mit dem Autobrakes gehen auf Takeoff. Auxiliary geht on. Electric Air. Engine ignition not armed.
Der Bus ist doch nicht auf. Ich glaube, das ist ein Bug. Kurz in den Discord schauen. Need to know items. Das ist tatsächlich so, sagt er hier. Ja, der geht ja nicht weg. Gut. Ein Flight Control Check. Lufthansa Cargo 1-1 is ready for taxi. Lufthansa Cargo 1-1, taxi to holding point runway 26 left via Victor 1-0-1-0. 1.2 for 26 left via Victor 1-0-1-0, Lufthansa Cargo 1-1. Gehen noch on. Dann texten wir hier mal los. Parking Brakes gehen auf. So, hier geht's nach rechts. Ground Handling finde ich beschissen. Gut, ist ein Riesendampfer. Gespannt, ob wir auf Unicom oder auf München. Starten dürfen müssen. Autobreak off. Es ist doch ein Bug hier. So steht das zweimal da. Also eben, ich glaube hier diese Annunciator-Geschichte passt da noch nicht ganz. So, 010, das ist die hinterste Intersection. Hey, was ist denn hier los mit den Bremsen? Gerade noch die Kurve gekratzt. Lufthansa Cargo 1-1, Wind 1700 degrees,
8 knots for departure, monitor Unicom, guten Flug, ciao. For departure, monitor Unicom, danke für den Service, Lufthansa Cargo 1-1, ciao. Jetzt müssen wir doch auf Unicom. Gehen wir doch. Selective Power Delta, flight level 65, descending 3000 feet, turning base for ILS 26 left. Wo ist der? Das ist gerade im Anflug. War nicht der hier, ne. Ich sehe da niemanden. Leipzig Traffic, Lufthansa Cargo 1-1, Lineup Runway 25 left, after Lineup departing by the Gola to Sierra, Leipzig Traffic. So, wir gehen hier mal noch in den Profile, Nav Mode. Hier auf die Bahn. So, Autoflight, Takeoff ist geahmt. Armen die Spoilers. Geben hier ein bisschen Stoff. Engines sind stable. Schieben den Thrust-Lever rein, hebt er bei 60%, übernimmt er selber, wir releasen die Brake. Speed is alive. Leipzig Traffic, Postman 14901, downwind, ILS 26 left, will report when turning base. Positive rate, Leipzig Traffic. Traffic. Leipzig Traffic, Lufthansa Cargo 1-1 is airborne. Flight. Säge, out of minute, States fuel, Swiss manual.
das stimmt hier alles nicht. Autobreak ist nicht off. Machen wir mal off jetzt. Läuft immer noch. So, dann haben wir Flaps retracten. Slides retracted, speed checked. Climben gleich weiter. Bin eigentlich direkt auf unsere Cruise hoch. Was hatten wir? 310. So, ansonsten hat doch hier die Departures alles eigentlich bis jetzt schön gemacht. Hier diese Warnings, die machen mich. Hydraulics Auxiliary ist on. Nein, ist sie nicht. Jetzt ist sie on. Jetzt ist sie off. Select manual. Fuse is manual. So ist der auf manual. And Postman 14901, just for information, we are pretty slow on final approach, about 100 knots only, FedEx 600. Roger, thank you, we'll slow down now. Ja, wie die Anzeigen invertet sind, sich nicht zurückstellen. Egal, wir steigen. Wir haben 10.000 passiert. Lights gehen off. So, guck mal, mein Check. Hey Nico, schönen guten Abend, Repliant, moin moin. Darf ich mitspielen? Ja, mach mal, gerne. Vielen Dank, Nico. Ja, ne, wir sind ja, glaube ich, gut rausgekommen aus Leipzig. Liegen hier unsere Departure ab. Gehen jetzt nach Golat. Schön, schöner Hobel. So, jetzt mal gucken, München Radar, was sagt denn der hier? CPDC aber auf Flight Level 315, ja gut, CPDC brauchen wir eigentlich nicht, aber eigentlich müsste der uns dann nachher übernehmen. Warten wir mal, bis er uns anpingt.
So, wir climben hier zügig. Die Livery hier ist von Flight Simteo. Könnt ihr euch da runterladen. Die Liveries, die da dabei sind oder die man von TFDI kriegt, finde ich die, ja, die sehen scheiße aus. Wobei eben die wurden nicht geupdatet, die auf Flight Simteo schon. Aber die alten Liveries von der alten Version, die funktionieren nicht mehr, die muss man rausknallen und geupdatete Versionen installieren. So, Air haben wir eigentlich auch, das passt alles. RC2 Pressure Low, RC3 Pressure Low, Pack 3 off, Bleed Air off. Dann haben wir nochmal eine Seite Fehlermeldung. Bleed Air 3 off. So. Das Einzige, was ich sehe, ist das hier. So, wir drehen nach rechts, verlassen hier jetzt unsere Departure, fliegen jetzt hier eigentlich Richtung Tabat. Wir können ja eigentlich schon mal unsere Arrival kurz anschauen. So, was haben wir denn in Sestri? 0703 Knoten. Ja, ich glaube, wir landen auf der 28. Das ist am einfachsten. Pico. Schmeckt denn der hier vor? Nix. Auch die Pico war November. Ich glaube, die nehmen wir. Dann gehen wir aufs ILS 28. Zulu. Vaya. Ist das gut? Ja, gut. Look, alles Zulu 28 gut. Genau. Unser Arrival, fliegen hier über das Genua, Vioa, dann ein Linksturn, machen wir hier diesen Bogen Gikut und kommen dann eigentlich hier aufs ILS, überfliegen hier diese Landzunge, diesen Hügel. Das finde ich ziemlich spannend, den Approach, und dann geht es hier runter auf das ILS. Müssen hier aufpassen bei diesen 18 Meilen.
die 4000 und dann geht's runter auf 3370. Hier bei 10 Miles ist der Final Approach Fix. East Approach ist hier bei der Entscheidungshöhe. Left Turn 180 und dann nach Xito 4000. So. Interessant, dass ich noch nicht angepinkt wurde. Ich würde sagen, bis jetzt läuft es hier alles nach Plan, abgesehen hier von diesen mysteriösen Warnmeldungen. Aber damit muss man natürlich hier in der Alpha-Version rechnen. Ich glaube, dann geben wir den Arrival gleich hier mal im FMC auch ein. Also Genua, Star, Isles Sulu, 28, Pico 1 November, Picut, Insert, ui, was war denn das jetzt? Ne? So hat der jetzt hier so ein. So, ich mache jetzt hier mal einen Direct nach Ronik. Sind auf Gruß alt. Onik 19 Miles. Vorne crossen wir eine Easy auf 330. Sollte aber noch Factor sein für uns.
glaube, der Lotse, der will wirklich nichts von uns wissen. Gut, dann würde ich sagen, dann trete ich mal ganz kurz aus. Und bin gleich wieder da.
So, da sind wir wieder. Private Pilot, danke, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Übrigens, vielen Dank noch für das Abo. Und Alfred, schönen guten Abend nach Wien. Heute haben wir unseren Wiener mal nicht dabei. Spari sonst fliegt oft mit, der ist auch aus Wien. Also, ja, schönen Gruß nach Wien. So, wir kümmern uns noch mal kurz um die Arrival. Wir haben ja gesagt, wir kommen hier über die P-Code 1 November. Mal schauen, was haben wir denn hier? Max 230, dann hier bei Mike Juliet 416. Haben noch ein bisschen schnell Volanta, wie lange sagt er, haben wir noch? Ja gut, 39 Minuten, nähern uns jetzt hier den Alpen. Sind wir denn jetzt hier? Was haben wir da unten? Na kurz hier die Satellitenmodus ausschalten. Straubing. Sonst hier ein Walkaround machen. Die Cockpit-Tür geht nicht gut. Switchen mal hier durch. Also eben an den Visuals haben sie hier eigentlich nichts geändert. Wir könnten hier noch eine Wingview basteln. Wir haben ja hier ein schönes Fenster. Hier mal. Dann machen wir noch da hinten eine. Ja, ich habe jetzt keinen Bock hier die Kamerageschwindigkeit umzustellen. Ganz so toll, aber ja, immerhin. Nee, wieso hat er jetzt die nicht genommen? Ah ja, lassen wir's. Sie haben dafür noch ein paar Außenansichten hinzugefügt, die man, finde ich, ganz gut brauchen kann. So sind wir hier noch auf Kurs. Sieht gut aus. Auf Descent nach Picot.
Mike Juliet 416, hier die 230. Delta 110, die 4000. Und dann geht es hier runter auf die 3370. Wir werden versuchen, hier mit dem WINAV-Profil zu descenten. Mal schauen, ob das klappt. Tragen noch das ILS ein. Das ist 109.3.284. 109.3.284. IMSE. Identifier ist da. Nein, GSE. GSE 109.3. Gut, kann natürlich sein, dass wir irgendeinen ILS in Reichweite haben jetzt mit diesen 109.3. Gucken das nochmal an, wenn wir dann näher beim Flughafen sind. So, da vorne sehen wir schon schön die Alpen. So, wir gucken mal noch kurz hier ins PMDG-Update rein. Rendesso hat hier noch ein paar Screenshots wieder mal gepostet von der 777 Cockpit und das sieht einfach absolut Bombe aus. Ich freue mich richtig auf den Flieger. Jetzt ein bisschen wir im Tier. Für die 737 ist noch ein kleiner Patch rausgekommen und eben hier die Bilder vom Cockpit, natürlich wieder mal kein Release-Datum. Ja, sie sind hier immer noch am Testen, aber das Ziel ist hier, dass wir den Flieger zeitnah in den Händen haben sollten. Ich bin echt gespannt, wann die Kiste rauskommt. Da ist nur noch eine kleine Randnotiz. IMSE 25, wir entfernen uns von dem. Also das muss irgendwie hinter uns liegen. So, jetzt ist es weg. Jetzt hoffe ich, kommt dann da das GSE, das Sestri ILS, sobald wir hier über die Alpen rüber sind.
So, wir schauen mal noch hier Sestri kurz an. Die Runway 2900 Meter sollte gut reichen für uns. Schnell schauen, wo da der Cargo-Bereich noch ist. Cargo, das ist gleich hier, hä? Hier ist Gate 107. Ah, nicht, könnten wir jetzt mal was probieren. Und zwar kann man doch G6 schon in der Luft requesten. Ja, wir sind noch zu weit weg. Schauen wir mal später nochmal. So, da können wir dann ins Tal gucken nach Innsbruck. Ja, wir sehen den Flughafen. Da. Da hinten sieht man sogar den Bodensee, würde ich mal behaupten. Da unten ist Innsbruck. Ja, die Schanze sieht man nicht, sind wir zu weit weg. Aber hier den Flughafen, den sieht man gut. Brescia.
155, take it off of 86. So, kümmern wir uns hier drin noch schnell um den Approach. Ich glaube, wir machen ein Flaps 50 Landing. Landing Weight 205,5 Tonnen. Go around. Flaps 50. V up 157. Wunderschöner Blick hier über die Alpen. Das ist ja auch nicht Südtirol, oder? Südtiroler Gegend hier. Verkehr. Was ist denn das? Auch eine Postman? Oder auch eine Postman? Auch ein Cargo-Flug? Wie das aussieht, oder? Wo ist das der hier? Schwierig zu sagen. Könnte auch eine Lufthansa sein da vorne. Ich glaube, es ist wirklich der hier. Ja, das ist der hier, der Postman. So, nach Picot haben wir gesagt, ist unser Descent und wir descenden Initial. Was machen wir denn? So, wir gehen hier mal auf 100 und unter. Schon geil aus der Flieger.
Sprit haben wir noch. Jo. Wow. So, Katze muss gerade rumjammern. Stirbt wahrscheinlich gerade zum 10. Mal den Hungertod heute. So, da vorne sehen wir den TOD auf uns zukommen. Das da unten müsste eigentlich Bolzano sein. Und da hinten ist das Locher Airfield, falls das irgendjemandem etwas sagt. Auch ganz schwieriger Landeplatz, privater Landeplatz für PC-12 prädestiniert. Und hier unten Bolzano, Bozen. Top-Wetter heute in Europa. Starten mal noch den Flight Recorder. Was wir hier noch alles so haben. Das sieht auch komisch aus für mich. Closest Airport. Okay. New Waypoint. Fix. Das haben wir noch nie probiert. Progress Page kennen wir. Mini Page. TRE stimmt doch auch nicht, oder? GSE, Gottfried Stutz. Wir haben hier übrigens noch ein Offset von 2 Grad. Das sehe ich gerade noch. Minimum 867, das können wir noch eindrehen. So.
Alenia ETO 43. Ja, gut 10 Minuten, hä? Ich muss schnell die Katze füttern, sonst nimmt mir die Bude auseinander. So, ich hoffe, jetzt ist Ruhe im Stall. Also, TOD. Kommt näher. Ja, wo ist es denn hier?
Dann haben wir wenigstens noch zwei Wingviews. Hier ist auch nicht wirklich was passiert. Die Cockpit-Tür ist irgendwie durchsichtig. Spannend. So, jetzt sind wir inbound Picot, 31 Meilen. Dass dieser Descent hier viel zu spät ist. Habe ich irgendwie das Gefühl. Aber wir testen es, wir testen es. Müssen wir dann halt vielleicht unseren Anflug ein bisschen verlängern aufs Meer raus. Ich weiß jetzt da tatsächlich zu hoch, zu spät ankommen. Also wir drehen jetzt hier mal ein. 100 haben wir gesagt. Haben wir jetzt Sichtverbindung nach Genua 9.3.2.84. Ah, jetzt perfekt, GC. Artefakt oder Mesh-Problem. So, jetzt passieren wir gleich Picot.
TOD. Ja, James Military. So, TOD düst auf uns zu. So, Profile to 4000. Sie hat mal noch nichts. So, die sendet er nicht. Gehen wir aus dem Profil raus, interessanterweise. Na, jetzt will ich sehen, wieso. Da hinten müsste Genua sein. Ah doch, jetzt geht er runter, hä? Profile to 4000. QNH in Genua können wir gleich eindrehen. Nehmen hier die 4000. 4000. Sehen wir den Flughafen, da sehen wir diese Landzunge, wo wir dann darüber anfliegen.
gefällt mir gar nicht hier irgendwie. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen hier unseren Anflug ein bisschen verlängern. So, was ist jetzt für ein Bug hier? Auf 20.000. Also diese WINAV-Berechnung, die stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Und wir fliegen jetzt hier dieses Heading weiter. Verlängern hier einfach unseren Anflug weiter. Kann es sein, dass wir nun hier über den 3000 ist, dass hier die 10er nicht mehr angezeigt werden? Ne, jetzt haben wir den Bug wieder, hä? Wir senden jetzt hier mal, nehmen mal die Speedbrakes raus. Die Samen Speedbrakes gehen raus. 16.000. Runter von 100 und dann machen wir hier einen Left, Right Turn. Ich glaube, da machen wir dann einen Direct nach Charlie Foxtrot. Zulu.
rechts gehen an. So, dann drehen wir jetzt nach rechts. Wir sinken auf unsere 4000. Verzögern auf 230. Speedbrakes aus. So, machen wir hier den Direct nach Charlie Foxtrot 82. Gehen wieder auf NAV. So, wir fliegen jetzt auf 4000, da auf diese Landzunge zu. So, gleich sind wir 4000, Speedbrakes sind drin, armen wir wieder, dann Autobrakes, machen wir Medium, Recorder starten wir noch. So, dann können wir dies letztes Mal ausfahren. Speed ist gecheckt. Ich glaube, den Localizer, den kriegen wir erst sehr spät. Der liegt hier so quasi hinter diesem Berg.
So, 25 miles, Localizer. So, flaps 10. Gefühl, das mit dem Speed hier, das ist auch, das ist gar nichts. Bisschen Speed runter. Absent 8. Gear get down. In den final turn, laps 35, localizer ist alive, approach, localizer ist gecaptured. Enough approach speed. Flaps 50. Genua Traffic, Lufthansa Cargo 11 on final runway 2715, track miles to go. So, da ist die Runway, wir merken jetzt den Offset, das ist der Glide Slope. Nicht schlecht aus. So, Spoiler sind geahnt, Flaps full, Gear down, Lights sind on. Right slope is alive, Approach Speed haben wir. Ich glaube, wir müssen mehr übernehmen. Bis wir auf dem GS sind. GS ist gecaptured. Okay. Gut. Da
Das heißt, wir nehmen den Autotrust mal raus. Autopilot geht off. Ganz leichten Rückenwind. Achtung, du hast den Glidesloop raus. Versus. Breaking. Let's skin Ryan. Welcome to Genoa.
eine geile Szenerie hier, finde ich. So, let's gehen auf Taxi geht um. EPU geht um. Und ja, ich glaube, das war gar keine so schlechte Landung. 3,20, ja, ist halt ein Riesenhobel. Gucken wir uns nachher noch an. Unser Stand, genau, das wollten wir noch. Da rein, ist mal gesagt 105. Brauchen wir nicht. So, hier geht's links auf November. Dann sind wir da ziemlich gleich. Dann links. Fünf haben wir gesagt. Hundertzwei, 103, 104, 105. Das müsste der hier sein. So, Parking Brake ist set. So kann ich die APU Power nicht connecten. Oder connectet die automatisch, wenn ich die Engines aufmache. Nun gut. Was hat er denn hier drin gesagt wegen der Landerate? Ja, 3,42, das deckt sich eigentlich. Bisschen außerhalb von der Touchdown-Zone. Ein Bounce, sagt er hier. Bouncer, nein, kein Bouncer. Gucken wir uns an. Stoppen den Flug hier. Was haben wir denn hier noch? Stu 53, bist du im Stream hier?
Er scheint auch von Europa zu kommen. Scheint in Frankfurt, so wie das aussieht. Nehmen wir doch mal an. So. Disconnecten auf WATSIM. Dann ziehen wir uns das Replay rein. Das ist so ein komisches Geräusch. Da flackert auch irgendwas. Also die Flaps hat auch nicht recorded. Fahren wir mal noch aus. Ah, jetzt ist das Geflackere weg. Ziehen wir uns mal die Perspektive rein. Bisschen kurz geflärt, würde ich mal sagen. So, stoppen wir das Replay. Parking Brake ist on. APU läuft noch. Dann schalten wir mal die Engines aus. Und jetzt kann ich die APU connecten. Jetzt Flaps gehen noch rein. Jetzt gehen off. Emergencies gehen off. RS geht off. Dann connecten wir die GPU-Jokes, Cargo Main,
geht auf und external APU of Transponder wählt noch aus. Gut. Deboarding. The boarding requested. So, das war doch ganz ein erfolgreicher Flug. Was können wir sagen über die MD-11? Auf jeden Fall wieder ein gutes Stück vorwärts gegangen. ALS und so weiter, dünkt mich, das funktioniert. Hier diese Profilberechnung, die stelle ich jetzt mal schwer in Frage. Die glaube ich, die kann so nicht stimmen. Dann, was noch auffällt, ist hier diese Warnmeldungen. Da bin ich der Meinung, das sollte auch nicht so sein. Hier die Meldungen, die wir hatten bezüglich Engine, Hydraulik, Elektrik und Autobrake. Autobrake war off oder ist off. Wird hier aber eigentlich immer noch angezeigt. Ja, die Piloten steigen heute auch aus. Ja, aber auf jeden Fall cool, dass hier die Sounds jetzt von den ganzen Schaltern da sind. Wieder ein paar mehr Tests verfügbar, die man durchspielen kann. Und ja, ich hoffe, es geht jetzt mit der Entwicklung wieder ein bisschen zügiger voran, wenn sie hier das Problem lösen konnten, dass wir da dann in absehbarer Zeit eine Stable Version kriegen und auch jeder den Flieger dann käuflich erwerben kann. Gut. Gucken wir noch kurz in den Chat rein. Pilots deboarding starting. Real Pilot, ja, ich kann sprechen, ich hoffe du auch. Nico, danke. Ja. War gar nicht so schlecht. Wünsche ich dir auch gute Nacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und jo. Wenn der Real Pilot nicht noch eine Frage hat, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Lassen hier den Flieger noch sauber entladen und dann sind wir sicher demnächst dann wieder mit einem neuen Streich zurück. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Abo, Like, Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Danke. Ciao zusammen.